Hallo, willkommen in Nevia. Seit kurzem steht Oculus Link Beta für die Oculus Quest zur Verfügung. Also macht es die Oculus Quest zu einem vollständigen PC-VR-Set. Und dazu braucht ihr einfach nur ein USB-Typ-C zu USB-Typ-A-Kabel oder ein USB-Typ-C zu USB-Typ-C. Ausgenommen, ihr habt einen USB-Typ-C-Anschluss an euren PC. Also erstmal habe ich hier einen aktiven USB-Verlängerungskabel, 5 Meter lang. Das versorgt auch extra erst mit Strom. Das hier ist ein USB 3.1 USB-Typ-C zu USB-Typ-A-Kabel. 0,9 mm und das schließen wir dann an diesen Verlängerungsadapter an. Und das wird auch mit Strom versorgt, wie gesagt, damit die Latenz besser ist. Dann haben wir so ein 6 Meter Kabel. Und hier habe ich nur ohne aktiven Kabel einfach nur ein 5 Meter USB-Typ-C zu USB-Typ-A Kabel. Ich werde mal gucken, ob das so auch funktioniert, ohne diesen Adapter, damit das auch wieder ein bisschen dünner ist und ob das hier ja angenehmer ist. Aber ich schaue mal, ob das funktioniert. Und hier habe ich nochmal ein USB-Typ-C Magnetadapter. Und das könnt ihr an die USB-C-Buchse von der Quest anschließen. Und hier ist so magnetisiert, ihr müsst sagen, es geht einfach wieder so rein. Und damit reißen auch keine Kabel ein und so. Macht auch die USB-C-Buchse nicht von der Quest kaputt. Und hier ist nochmal der Anschluss für das USB-C-Kabel. Und so wird es dann mit Strom versorgt. Und ja. Ich muss mal schauen, wie das ist, aber falls bei Leichtbewegungen das rausfällt, dann würde ich das nicht so empfehlen. Aber ich werde es jetzt mal testen und schauen, wie das ist. So, bevor ihr das Kabel an der Quest anschließt und das als PC-Brille betreiben könnt, müsst ihr nochmal zu oculus.com. Geht ihr auf Rift S, Einrichtung. Dann geht ihr auf Software herunterladen. Entweder ladet ihr die Oculus Rift S Software runter oder die alte Oculus Rift Software, falls ihr noch die Oculus Rift habt. Ich habe ja die Rift S, deswegen. Lade ich jetzt die Software herunter. So, hier könnt ihr jetzt die Sprache auswählen. Jetzt mal auf Deutsch. Willkommen bei Oculus. Hier mal auf Los geht's. Und auf Zustimmen. Und ihr könnt es nur auf diesen aktuelle Festplatte installieren. Da könnt ihr nicht auf eine externe Festplatte installieren, leider. Jetzt gehen wir auf Jetzt installieren. Also hier können wir sehen, das sind 7 GB Dateien. Das kann nämlich in Zeit in Anspruch nehmen. So, bevor ihr Oculus Link Beta auf dem PC installiert, müsst ihr noch eins beachten. Es funktioniert auf gar keinen Fall auf AMD Radeon Grafikkarten. Es funktioniert auf bestimmten Nvidia Grafikkarten. Fängt an mit Titan X auf GTX 970. Alle 16er Serien, außer die 1060M. Die 1070er und 1080er funktionieren auch. Und nochmal die 2000er Serien. Und alles außerhalb dieser Grafikkarten wird bei euch nicht funktionieren. Und deswegen müsst ihr das vielleicht nochmal aufrüsten, um Oculus Link Beta auf dem PC betreiben zu können mit der Quest. So, hier nochmal die Mindestanforderungen, die ihr braucht, um Oculus Link Beta am PC betreiben zu können. Ihr braucht mindestens ein i5 4590 oder ein AMD Ryzen 5 1500X oder höher, ein Windows 10 Betriebssystem, USB 3.0 Anschluss und 8 GB Arbeitsspeicher. Und das alles braucht ihr, um die Oculus Quest mit viel Performance zu versorgen, damit das auch flüssig dargestellt wird alles und damit ihr auch viel Spaß habt. Ansonsten würde ich das nicht empfehlen. Jetzt ist nochmal installiert. Okay, jetzt kommt die Meldung, Neustart erforderlich, Installation ist jetzt abgeschlossen. Installiert. Jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt haben wir hier folgendes Fenster. Ihr könnt hier nochmal die Sprache ändern und hier könnt ihr auf Weiter mit Facebook, wenn ihr wollt, könnt ihr dann mit Facebook euch bei Oculus anmelden oder geht anmelden und könnt mit die Oculus ID Daten nochmal hier euch nochmal anmelden oder erstelle ein neues Oculus Konto. Also ich habe schon ein Oculus Konto, deswegen gehe ich auf Anmelden. Jetzt gehen wir auf Anmelden. So, jetzt nehmen wir das USB-Kabel, was am PC angeschlossen ist, und nehmen diese USB-Typ-C Seite und schließen das hier an der Quest an. Jetzt bekommen wir folgende Meldung: Oculus Link Beta Version einrichten. Verbinde dein Oculus Quest mit deinem Computer, um Rift Apps, Spiele und Erlebnisse nutzen zu können. Okay, jetzt gehen wir auf Weiter. So, jetzt steht hier: Verbinde dein Headset. Das ist das USB-Kabel. Falls bei euch das rot markiert ist, dann müsst ihr ein anderes USB-Kabel nehmen. Weil wenn es jetzt grün markiert, heißt das funktioniert. Dann gehen wir auf Weiter. Oculus Link Einrichtung Beta Version abgeschlossen. Okay, jetzt können wir hier schließen gehen. Jetzt ziehen wir nochmal die Oculus Quest auf und bekommen folgende Meldung: Enable Oculus Link Beta. Wir können wieder auf Jetzt nicht gehen oder auf Aktivieren. Wir gehen auf Aktivieren natürlich.
So, jetzt sind wir auf der Oculus Rift Oberfläche. Jetzt haben wir das Bildschirm, wie auch bei der Rift S oder Rift, und können es jetzt als PC-Brille nutzen, Steam-Spiele spielen, Rift-Spiele und mehr. So, um wieder in den Oculus Quest-Modus zu gehen, drückt ihr viermal die Oculus-Taste, sehr schnell. Da kommt folgende Meldung: Oculus Link angehalten, gehen jetzt auf Schließen. Und sind wieder im Oculus Quest-Menü und können es gewohnt jetzt mobil nutzen. Um die Quest am PC wieder benutzen zu können, gehen wir auf Einstellungen, alle ansehen, auf Geräte, scrollen hier runter und drücken einmal auf Enable Oculus Link Beta, einfach hier drauf drücken. So, und jetzt sind wir wieder im PC-Modus. Ja, also einfach geht das. Und wie gesagt, wieder viermal Oculus Knopf drücken, da seid ihr wieder im Oculus Menü. Ja, so, falls ihr es jetzt neu eingerichtet habt und hier auf Einstellung geht und wie ich hier alles gezeigt habe und hier das Enable Oculus Link Beta nicht zu sehen ist, müsst ihr die Quest nochmal neu starten. Falls ihr das schon aktiviert habt, nach dem Neustart wird es hier wieder erscheinen und dann könnt ihr wieder hier drauf drücken und könnt es als PC wieder benutzen. Jetzt zeige ich nochmal, wie das Oculus Link Beta so ist. So, jetzt sind wir hier im Stormland. Also jetzt habe ich die Oculus Quest auf mit den Oculus Link Beta. Setze ich jetzt mal. Und, ja. Also schaut schon echt gut aus. Aber Farben sind etwas so verblasst, also nicht so richtig. Careful, little guys. Optisch, aber das können noch verbessern, denke ich mal. Also dieses OLED-Display. Memory fragment corrupted. Purging corrupted richtig geil. Und dieser Weißabgleich gibt es hier auch. Überhaupt keinen schlechten Schwarzwert. Also sieht echt gut aus. Und ist echt dunkel. Ohne diese Weiß. Effekte. Ja, bei der Rift ist ja die optische, die Farben besser und die Auflösung etwas besser und ja, und hier habt ihr aber keinen Weißabgleich. Also ihr habt nicht so schlechte Schwarzwerte. Hier ist echt gut, alles ist schwarz gehalten, wie schwarz sein muss und nicht so weißlich. In der Griptasse können wir greifen. Wir müssen sagen hier drehen und keine. Also haben wir echt cool gemacht. Also, auch im Koop-Modus spielen und allein die wie lebendig das ist, sieht echt alles echt ordentlich aus hier. Also okay, also bis jetzt funktioniert das auf der Quest echt sehr gut und da habe ich auch keine Probleme gerade, alles funktioniert auch echt einwandfrei. Grip können wir sagen auf jeden okay. Hier mit der Hand scannen jetzt. Auch echt cool gemacht, also die Hand hier drauf, als ob es wirklich realistisch ist. So. Also sieht echt sehr gut aus auf der Quest, wie gesagt. Nur die Farben sind etwas verblasst, also es hat nicht so eine richtige kristallklare Farbe, also richtig optisch gut rüberkommt. Aber sieht trotzdem gut aus, nur wenn die das noch verbessern und die Farben besser wirken lassen, dann wird es auch vielleicht für Horrorspiele echt viel Sinn machen. Das sieht echt schon geil aus bis jetzt. Also ich sehe das, im Stern hier entfernt. Wurde es abgegeben. Können wir drauf attached. Running Diagnostics. Hand laser detected. Das habe ich eine Waffe freigeschaltet. Cool. Wird hier aufgelöst und ihr könnt hier mit schießen und sieht echt alles sehr schön aus. Gefällt mir echt sehr gut. Das ist jetzt dieser aktive Kabel und ja, habe ich keine Probleme gehabt. Also mit den anderen Kabel war also immer die Verbindung unterbrochen. Nach 15 Minuten ist immer nicht mehr gegangen und ja, war blöd. Und denke mal, mit den USB-Aktivkabel funktioniert das auch viel besser und so keine Unterbrechungen.
Suggestion: Install Arm Thruster Upgrade. Nur upgraded oder? Ja. Also sieht echt hier sehr schön aus alles. Okay, ich habe noch eine Waffe. Kann ich auflösen damit, wenn ich los hatte. Habe ich gleich hier bei mir. Und damit schießen. Hier zeigt jetzt die Munitionsmenge an. So, und ja, sieht schon. Sieht echt richtig. Ich kann aber nicht sagen, das ist richtig. Aber ohne Worte richtig schön schon. Das ist richtig. Also richtig geil ist das. Okay. Also ich spiele schon jetzt seit halben Stunde und habe keine Probleme gehabt. Also Stormland in dieser Auflösung funktioniert auf der Oculus Link Beta wirklich sehr gut. Also wie alles aufgebaut haben und wie sich das anfühlt, wenn man das hier den Hand drauf geht, also echt realistisch. Sieht auch echt dann schön aus, die Welt hier. So, das war jetzt so ein kleiner Einblick hier in Stormland, wie das mit den Oculus Link Beta ist. Jetzt schaue ich mal, wie Creed ist. So, jetzt spielen wir mal eine Runde Creed, um den Tracking nochmal zu testen, wie das so funktioniert. Ich hatte davor nochmal die Batterie nochmal ausgetauscht, das Tracking nicht so funktioniert hat. Jetzt funktioniert es auch viel besser. Was heute so Tracking nicht so gut funktioniert, dann tausche ich nochmal die Batterie noch. Okay, erstmal Tracking. Echt sehr gut. Okay, 5 Steine. Klar. Fight hard out of the ring to get here. Now fight hard in there and win. What's he got? So much fun.
opponent. He felt that. Schafft. Ja, ist gut. Funktioniert auch mit Rosling besser. Und so mit Rosling sehr gut. Puh, trotz Batteriewechsel immer noch diesen Track mal verloren. Mit der rechten. Ja, ich weiß auch nicht. Aber das kann man spielen. Das könnte auch wieder am Spiel sein. Ich weiß auch nicht. Aber wenn ja nicht mehr am Creed. Okay, also das war Greed. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Deep Type Games. Hesbit. So, jetzt spielen wir mal eine Runde Hesbit daher. So. Ach, komm schon, ey. Das ist krass. Spiel sein lieben. Unglaublich. Was? Okay. Let the fight begin. Ja, das ist echt Horror. Zu spät. Also mit dem aktiven USB-Kabel. Und der USB 3.1 Kabel. Und das andere Verlängerung mit 6 Meter funktioniert echt sehr gut und spielt man doch viel mehr Spaß. Also statt mir jetzt halt hier diesen Anker geholt hätte mit 3 Meter. Ich auch nicht so richtig gut hier bewegen. Excellent. Ja, also der aktive Kabel von Sebastian Feierwett hier. Sehr, sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Also den Pack so mit Meter Kabel hat Probleme auch gehabt. Und ja, man spürt es auch nicht. Mit dieser Adapter, mit dieser Verlängerung. Also, das Spiel ist echt brutal. Richtig brutal, aber. Sie sind echt behindert. Sie sind echt dumm. Gehen sogar auf diese Falle. Ja. Level ist noch lange, aber ich schwer irgendwie. Double kill. Okay. Double kill. Okay. Und jetzt spiele ich gegen den Boss, okay? Das ist die 6. Runde. Gegen den Boss. Cool, so dass die Stände immer noch oben stehen. Damit die Leute. Die aufheben können. Wenn ihr die wieder fallen lässt. Das wird ziemlich viel wieder. Okay. Das flinkt. Ja. Oh, shit. Das ist voll mit Feuer. Bin tot. Super! Also mit dem Oculus Link macht es echt viel Spaß. Und sieht ja noch im Wetter. Aber läuft alles echt sehr gut. Muss ich sagen. Natürlich. Der Tod. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay, irgendwie spiele ich falsch oder. Ich sterbe die ganze Zeit. Was denn ist? Ah, ich bin gerade gestorben. Leck mich. Also ich sterbe jetzt nur noch, ich weiß auch nicht. Der ist umhüllt mit Feuer. Ah, verdammt.
Und wenn du an ihn erst, dann schon tot. Das ist scheiße, echt scheiße. Also nicht das Spiel, also wenn ich auch sterbe. Das ist langweilig. Also mit dem Oculus Ding funktioniert das Tracking echt sehr gut. Hätte ich nicht so für möglich gehalten, aber jetzt gibt es auch keine Probleme. Wohl bei der Rift ist hier oben ja noch eine Kamera. Eine 360 Grad Kamera, also das Tracking funktioniert echt überraschend gut, muss ich zugeben. Und sieht auch echt gut aus. Und hat auch nicht diese schlechten Schwarzkarte. Sieht auch richtig gut. Lies the oldest warrior of the kingdom. Ja, ich hab's geschafft. Okay, das war Hellspitaria und das Oculus Link funktioniert auch noch sehr gut, flüssig und gibt auch keine Probleme. Und das 5 Meter Kabel, 6 Meter Kabel reicht auch aus und ja, sieht echt gut aus. Okay. So. Ein Pop-Lauf. Dauer. Perfekt. Ah, Scheiße. Das muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ein Wichser. Die Map gefällt mir nicht so. Oh. Hat ja getroffen. Bastard. So. Scheiße. Mensch! So üben wir da echt so. Getroffen. Also auf dem Oculus Link funktioniert es. Hallo auch. Sehr gut. So, jetzt spielen wir mal eine Runde. Arizona Sunshine. So. Oh, Freddy, da nimmt ein Sonnenbad. Hey Freddy, mach schon. Okay, siehst du schon. Schon cool aus. So.
Okay. Also hier funktioniert alles so wie es soll mit den Oculus Link. Der Quest. Ganz schön Munition gekostet. Vielleicht finde ich mehr in diesen Autos. So. Also bis jetzt läuft das mit der Oculus Link echt sehr gut. Ja, verloren. Okay, das war Arizona Sunshine. Funktioniert auch problemlos mit der Oculus Link. Das sieht alles echt gut aus. Und gibt kein Problem. Wir haben mal Lone Echo. Schauen wir mal, wie das ist. Mit Oculus Link. Es ruckelt noch ein bisschen her. Der GTX. Ich werde nochmal mit der Rift S testen. Auflösungchen runterschrauben. Okay, so eingestellt. Okay. Was war das? Jack, hast du das gespürt? Was zur Hölle? Bitte sag mir, dass du das auch siehst. Jack, da ist etwas hinter dem Fenster der Brücke. Das musst du dir ansehen. Was? Wie dahin schon? Ha, merkwürdig. Bestätigt, ich sehe es. Hera, Statusbericht. Mehrere Fehlfunktionen der Stufe 1 entdeckt. Isolieren und feststellen. Bestätigt, isoliere. Warte auf Eingabe. Mit deinem Scanner kannst du Daten über alle Umgebungsobjekte sammeln. Verlasse die Kapsel, um mit seiner Kalibrierung zu beginnen. Nachdem du etwas gescannt hast, wird der Objektname neben deiner Hand im Reiter Daten angezeigt. Um dir deine Scan-Ergebnisse anzusehen, greife den Reiter und ziehe ihn von deiner Hand weg. Ziehe jetzt den Reiter Daten. Ausgezeichnet. Okay. Drücke jetzt bitte die Taste auf deiner Hand, um den Scanner auszuschalten. Gut. Alles fertig? Okay. Scanner vollständig kalibriert. Deine Anzahl benutzter Schimpfwörter hat sich seit fast 10 Stunden nicht mehr erhöht. Gratulation. Hör bitte auf, an dem verdammten Ding herumzuspielen. Ich meine, scheiße. Schon gut. Scheiße. Scheiße. Das ist echt cool. Es läuft echt noch flüssig. Es gibt kein Problem mehr. Da muss ich die Auflösung schon unterschrauben, aber... Das funktioniert. Bereit, wenn du es bist. Dann komm. Sehen wir uns mal diese Fehlfunktionen an. Kein guter Start in unsere letzte Woche. Ich glaube nicht, dass wir schon mal so viele Fehlfunktionen gleichzeitig hatten. Ah, und natürlich ist die Zugangsklappe verklemmt. Ich glaube, du musst dich da durchschneiden. Wenn du genug von der Klappe abgeschnitten hast, drücke die Holo-Taste, um dieses Kalibrierungsmodul abzuschließen. Kalibrierungsmodul abgeschlossen. Das Geile bei Oculus Quest, hier hat es keinen Weißabgleich. Hier ist alles nur dunkel. Bitte richte deine Kopflampe auf meine Position. Sieht echt dunkel aus. Gut gemacht. Ich begebe mich an neue Koordinaten im nächsten Raum. Finde mich und richte deine Kopflampe auf meine Position. Ausgezeichnet. Bitte drücke die Taste auf der rechten Helmseite, um die Kopflampe auszuschalten und das Modul abzuschließen.
So, okay, das war noch nicht so. Und Rosling funktioniert echt sehr gut und habe keine Probleme. So, bin in längerer Zeit jetzt schon in Longeshow. Und alles funktioniert hier auch problemlos. Ich habe am Anfang so Ruckler, aber ich habe die Grafikeinstellung nochmal ein bisschen runtergeschraubt. Aber mit hoher Auflösung könnt ihr nicht spielen, wenn ihr die 1080 habt. Und da muss ich halt die Auflösung ein bisschen runterschrauben. Gut. Ja, kommen wir mal zum ersten Eindruck. So, bis gleich. So, da sind wir wieder und jetzt mal Oculus Link in der Beta-Phase mal ein bisschen austesten können. Ich habe auch diverse Spiele gespielt und es sah auch echt sehr gut aus. Und ich hatte auch keine Aussetzer, dank diesem USB-Typ-C zu USB-Typ-A Kabel mit diesem Verlängerungsadapter, diesem aktiven USB-Kabel, habt ihr zusammen eine Länge von 6 Meter. Und bei der Anker Powerline habt ihr auch nur 3 Meter und da habt ihr auch nicht so viel Spielfängen und da könnt ihr euch auch nicht so frei bewegen wie bei diesem 6 Meter Kabel. Und da ist auch dieses USB-Typ-C zu USB-Typ-A 5 Meter Kabel nicht zu gebrauchen, weil es hat auch immer Aussetzer gehabt, immer nach 5 oder bis 10 Minuten ist immer das Bild ausgefallen. Also könnt ihr vergessen, dass es damit klappt, also mit dem aktiven USB-Kabel ist auch sehr viel besser. Ist auch echt eine gute Option, also hier könnt ihr auch diesen Kabel anschließen, hier könnt ihr noch mit dem Klettverschluss es nach hinten verlegen. Und da habt ihr den Kabel auch hinten und nicht vorne und es kommt auch nicht hin und her so und stört euch. Also ist echt sehr, sehr gut gelöst. Und ja, macht auch sehr viel Spaß. Also hier habe ich nochmal einen Magnet-USB-Typ-C Adapter. Nochmal für die Quest so getestet, ob das so funktioniert, damit die Kabel nicht ausreißen, falls ihr euch so hektisch bewegt oder falls ihr ein Spiel spielt, wo ihr euch etwas mehr bewegt und es nicht am Kabel vielleicht so euch verheddert und ja, das Kabel rausreißt und die Buchse vielleicht dadurch kaputt geht. Und damit das magnetisiert ist, könnt ihr es einfach so wieder anschließen und dass nichts kaputt geht. Aber ich denke mal, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt mehrmals Testläufe gemacht und es ist die ganze Zeit rausgefallen und es ging nicht. Also wenn ihr ein Spiel spielt, wo ihr euch bewegen müsst oder egal welches Spiel, das kann ich nicht empfehlen. Vielleicht braucht ihr so ein stärkeres Magnet, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt viele Spiele ausgetestet, diverse Spiele, die ich da auch gezeigt habe, habe ich jetzt keine Fehler feststellen können. Also bei Online Nation habe ich ja nochmal die Performance nochmal, die Grafikeinstellungen nochmal ein bisschen runtergeschraubt, habe es nochmal auf Mittel gestellt oder auf Niedrig, und weil das ein bisschen gehackt hat, noch am Anfang. Aber nach der Aufnahme habe ich das nochmal auf der Rift S getestet und da war das Problem nicht. Und dann habe ich nochmal das auf der Quest getestet, mit dem Oculus Link, und ja, da war nicht mehr das Problem zu sehen und ich konnte wieder auf hohe Einstellungen wieder spielen ohne Probleme. Und es lag wohl am PC vielleicht, ich hatte vielleicht noch ein paar Programme offen gehabt, könnte auch sein. Nur bei Creed gab es da Probleme mit dem Tracking am Anfang, wo ich dann, also mit dem rechten Controller, wo ich da die Ziele nochmal erfasst habe, mit dem Tracking wurden nicht richtig getrackt, aber ich habe nochmal die Controller, die Batterien davon ausgetauscht und dann nochmal getestet und dann lief es wieder alles problemlos. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, die Farben, die sind nicht so gut wie bei der Rift S, die sind etwas so verblasst aus und da muss nochmal ein Update von Oculus kommen, damit das viel besser ausschaut. Aber ich denke mal, sonst kann sich das echt sehen lassen. Nur die Auflösung ist etwas weniger, geringer als bei der Oculus Rift S, aber hat mich nicht so gestört, ist mir auch nicht so sehr aufgefallen. Falls ihr die Rift S habt und das nochmal testet mit der Rift S, könnt ihr nochmal den Unterschied selber bemerken und dann seht ihr auch. Also mich stört es besonders nicht so, ist etwas besser bei der Rift S, die Auflösung, die Bildqualität. Und die Farben sind etwas, also viel besser eigentlich bei der Rift S. Und die Details sind auch deutlich besser. Aber die Auflösung ist nicht so sehr besser bei der Rift S. Aber dennoch ist bei der Quest auch alles eigentlich sehr gut und alles auch sehr gut spielbar. Also sonst kann ich auch die Oculus Quest mit der Oculus Link Option, das ihr jetzt am PC nochmal benutzen könnt, sehr empfehlen. Und das Tracking läuft auch echt sehr gut. Wie gesagt, ist nicht sehr viel besser bei der Rift S, aber da ist das mit diesem 360 Grad Tracking oben, aber dennoch ist mir keine Probleme aufgefallen. So, erstmal will ich nochmal die positiven Eigenschaften euch nennen von der Oculus Quest, die es bei der Oculus Rift S leider nicht gibt. Also erstmal diesen IPD Adjustment, das fehlt sehr stark bei der Oculus Rift S und ist auch sehr gut, dass es bei der Oculus Quest dabei ist. Und falls ihr einen Augenabstand über den Durchschnitt habt, also sag ich mal, könnt ihr das dann auch mit das besser regeln und anpassen und auch viel mehr Spaß haben als bei der Rift S.
Und da gibt es auch ein OLED-Display statt das LCD bei der Oculus Rift S. Das OLED-Display ermöglicht euch, Rollenspiel zu spielen, so in dunklen Räumen euch zu begeben und auch sich echter wohlzufühlen, so richtig dieses schwarze Umfeld außenrum, und sieht auch echt gut aus. Bei der Rift S gibt es ein LCD-Display und da habt ihr schlechte Schwarzwerte. Und da sieht man auch so weißliche Helder, also ja, ist bei der Quest das auch sehr viel besser. Aber dafür ist das Kopfband bei der Oculus Rift S viel besser. Aber falls ihr das in ein Frank-Quest umgebaut habt, habt ihr auch hier Headsets, also die Deluxe Audio Strap von HTC. Und ist auch echt sehr bequem. Und da habt ihr auch diese Rädchen, wie bei der Rift S auch, und auch Headset. Ja, und sieht auch echt sehr gut aus. Und kann ich so auch empfehlen. Und bei der Quest gibt es auch keinen Unterschied zu der Rift S wegen Bequemlichkeit. Ist auch echt sehr leicht und ja, das Gesichtspolsterung ist auch echt sehr gut. Und ist etwas irgendwie bequemer bei der Rift S. Aber dennoch kann man das ja nochmal mit VR-Cover austauschen. Ja. Bei Oculus Rift S ist ja diese Verarbeitung wie bei Lenovo und deswegen ist da auch bequemer. Aber da kommt auch viel mehr Schweiß rein und deswegen ist es auch nicht so schön manchmal. Und deswegen ist es auch bei der Quest so viel besser. Aber ihr könnt es auch mal auf Leder umstellen und nochmal ein VR-Cover kaufen. Das Schlechte ist, dass das Mikrofon da nicht funktioniert. Ist zwar verbaut, aber ist nicht aktiviert und deswegen könnt ihr es nicht benutzen. Das ist da bei der Rift S auch viel besser und hört sich auch sehr gut an. Und da war es ein bisschen umständlicher, weil ich musste noch mit meinem Smartphone aufnehmen, mit dem Ansteckmikrofon. Und deswegen, für alle Leute, die aufnehmen, ist bei der Oculus Rift S die Aufnahme sehr viel besser. Und ja, ihr könnt auch ein mobiles Wireless-Mikrofon nehmen. Soll jetzt auch nicht heißen, dass es jetzt dafür die Rift S sehr viel besser ist. Aber es hat auch Eigenschaften, die bei der Rift S gibt und bei der Quest nicht gibt. Also, ja. Also mir gefällt es bei der Rift S auch viel besser, das Mikrofon, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen so ist. Aber wenn das Mikrofon noch zum Einsatz kommt und ja, die Auflösung, die Farben gefallen mir auch echt sehr gut. Ist etwas geringer als bei der Rift S, die Auflösung, die Details, aber macht immer noch Spaß. Falls ihr keinen Rift S habt, könnt ihr es auch nicht so irgendwie feststellen. Aber falls ihr es auch festgestellt habt, merkt ihr auch, dass es etwas besser ist bei der Rift S. Und das macht eigentlich nicht so einen riesigen Unterschied, außer bei den Farben. Die Farben sehen auch viel besser aus, brillanter und ja, kommt auch gut rüber als bei den verblassten Farben bei der Oculus Quest. Wenn ihr zum Beispiel ein Spiel spielt, sind die Farben dann nicht so stark wie bei der Oculus Rift S. Und auch die Details sind da viel besser. Andernfalls ist die Oculus Quest auch mobil und gleichzeitig könnt ihr jetzt das auch am PC benutzen mit einfach einem Kabelanschluss ohne irgendwelche Boxen oder irgendwas, könnt ihr jetzt einfach schnell am PC betreiben und dann könnt ihr auch bei jemand anders gehen und bei anderen Computern das nochmal anschließen und schnell installieren und dann könnt ihr die Quest mal als PC-Brille benutzen. Ja, also ist sehr cool. Ansonsten finde ich die Oculus Quest eine sehr gute VR-Brille, auch jetzt, dass man jetzt am PC das benutzen kann, finde ich auch sehr gut. Damit hat es auch ein Vorteil zu der Oculus Rift S. Dann denke ich mal, dass die Leute mehr die Oculus Quest kaufen. Also wenn es mit dieser Oculus Link Option kommen würde, würde ich glaube ich die Oculus Quest nehmen. Das kann ich auch sicher sagen, weil die Oculus Rift S ist ja nicht mobil. Die ist ja nur am PC zu betreiben und manchmal will man ja mobil sein und da ist es auch sehr gut, dass man das einfach mit der Quest so benutzen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass einfach vielleicht nur die Quest rausbringen, also nicht die Rift S, einfach nur die Quest rausbringen. Mit der Oculus Link Kabel wäre es eigentlich viel besser, denke ich mal, als nochmal die Rift S anzubieten. Das ist zwar die Auflösung besser und die Farben, die könnten das nochmal mit Update viel besser machen. Nur die Auflösung ist zwar etwas besser bei der Oculus Rift S, aber es stört nicht so. Dafür gibt es hier ein OLED-Display und da sind auch die Horrorspiele auch besser spielbar. Die Performance ist gleich, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Performance bei der Quest, würde ich sagen, aber ich habe nochmal gespielt und getestet, also Stormland, alles funktioniert auch sehr gut auf der GTX 1080. Also ja, also gibt es keine Probleme. Aber wenn Oculus einfach nur das mit dem Oculus Link Kabel für die Quest gebraucht hätte und dann könnte man es auch am PC benutzen, dann braucht man die Oculus Rift S gar nicht. Und dann müssen wir nochmal das Mikrofon einfach freischalten. Und dann würde ich sagen, das wäre auch viel besser, wenn wir nur die Quest rausgebracht hätten. Da hätte man auch nicht so eine Auswahl gehabt. Entweder die Rift S oder die Quest. Dann könnte man es auch am PC benutzen und gleichzeitig mobil sein. Dann wäre es auch echt so ein Vorteil der anderen Brillen.
gegenüber. Und ohne nochmal sich zu fragen, ob ich nochmal die Rift S nehme oder die Quest. Da müsste ja auch jeder einfach die Quest nehmen und fertig. Und da kann jemand was falsch machen und die Rift S kaufen. Und das haben die da etwas falsch gemacht, sag ich mal. Okay, das war jetzt mal ein Review mal zu der Oculus Link in der Beta-Phase. Schauen wir mal, wie das in der Endversion so aussieht und das originale Oculus Link Kabel sich so macht. Und da könnte das vielleicht auch viel besser sein. Vielleicht, wenn auch so in Kürze neue Updates kommen, werde ich mal gucken, ob die Farben da besser werden bei den kommenden Let's Plays. Und da könnt ihr nochmal schauen und könnt nochmal selber ein Bild euch davon machen. Okay, also das war mein Video jetzt zu der Oculus Link in der Beta-Phase. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Like da lassen und meinen Kanal abonnieren. Und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß in der VR. Ciao.